Wie sieht's denn hier aus? Das wäre genau im Gang. Das ist doof. Das ist doof. Irgendwo in Reichweite, wo ich auch super relativ simpel rankomme. Wo es dann aber unten nicht im Weg ist. Hier ist so nirgendwo mehr Platz. Hier wäre vielleicht eine Option. Ja, ich denke, wir packen es vors Bett. Ich denke, das ist eine gute... Hallo, Vijaba, grüß dich. Ich denke, wir packen das vors Bett. So, das heißt, erstmal ein Barrel gemacht. Wir können eine Crate machen, oder? Eine Crate von Mechanism. Die sieht ja relativ gut aus. Machen wir mal eine vernünftige Crate. Die ist auch schick. Und wir könnten die sogar upgraden auf Stahl. Ja. Wir haben uns nur die Eisenstangen. Und die machen wir... Wo machten wir die denn wieder? Achso. Wir könnten sie stampfen oder einfach so. Na egal. So. Ist einfacher. Gut, ich. Also. Machen wir eine Reinforced Crate. Die sieht auch noch schick aus. Und dann... Hauen wir hier das Erz rein, was wir verarbeiten wollen. Ich mag den Kellereingang eigentlich schon da, wo der gerade ist eigentlich. Den würde ich jetzt nicht umbauen wollen. Vielleicht später irgendwann mal, aber aktuell sehe ich da noch keine wirkliche Notwendigkeit. Dann brauchen wir jetzt den Induction Smelter. Ist übrigens krass, dass ich jetzt wieder alles andere mache, außer dem, was ich eigentlich vorhatte. Invagiers. Das heißt, hier in der Multi-Press muss jetzt das Cast rein. Das hier Cast. Egal. Wollen wir gar nicht warten da. Hier können wir wieder zumachen. Und dann... Brauchen wir das Machine Frame? Brauchen wir das Electrum Gear? Habe ich mal zwei durch, weil es geht, weil wir was haben. Falsche Dings. Dort. Okay. Dann sollte das jetzt sogar schon im System sein. Jawohl, ist es. Da haben wir das Machine Frame. Und dann brauchen wir noch den Blast Furnace. Und damit haben wir. Den Induction Smelter. Sehr schön. Dann brauche ich den... die Enrichment Chamber. Ich mache erstmal nur die normale Enrichment Chamber und gucke dann mal, wie weit wir damit kommen. Ach, da brauche ich wieder jetzt den Kollegen. Das wäre hier der, ne? Genau. Zack. Okay. Das war schon mal praktisch. Und dann können wir jetzt den Kollegen machen und das wären schon mal die beiden Maschinchen gerade. Das Problem dabei ist jetzt natürlich, dass der die Mechanismusgeschichte kann nicht rausziehen. Sie kann aber ejecten. Was aber nicht schlimm ist, weil der darunter das halt aufnimmt. Dann brauchen wir die
Basic Universal oder generelle Cache. Einfach nur Strom erstmal. Universal. Cable. Habe ich keine mehr. Na gut, dann machen wir neue. Alle verbraucht, bis aufs letzte. So. Die einen Strom kriegen von hier dann am besten. Oh, das sind die Fluxkabel. Ja, wir wollten die Fluxkabel testen, ne? Wir wollten ja mal gucken, wie gut die sind. Richtig, ich erinnere mich. Weil das hieß ja, die liefern genug. Und Upgrades dafür gibt es ja nicht. Von daher. Gucken wir doch mal. Sind aber, glaube ich, ja, na wohl, die hier kosten Stahl, die anderen nicht. Und Stahl ist etwas nerviger zu machen als Blei. Sonst sind wir jetzt hier den Strom ab und nebendran auch gleich die Versorgung fürs Netzwerk. Warte mal. Ich hab doch hier schon Strom. Nehmen wir doch den hier ab. Moin, na, wie ist es? Und jetzt müssen wir hier das Kabel längs legen und wir brauchen einen Input. Ein Import. So, und was filtert Importkabel? Das ist ja okay. Das kommt dann hier drunter und liefert dann das Zeug. Raus. Unten ist Output. Jawohl, das macht er. Das anklemmen ans Netzwerk. Wenn wir den wegmachen, können wir sogar noch die Treppe so lassen, wie sie ist. Warte mal, der muss, glaube ich, weg, ne? Ja, der muss weg. Da stoße ich mir die Rübe. So, und dann können wir jetzt das Kabel hier längs ziehen. Das kommt dann können es gerade ziehen, aber dann kann ich da so schlecht durchlaufen. Obwohl, das ist eh schon unten, dann ist es ja im Grunde egal. So. Okay. Wir haben Strom dran, ne? Müssen jetzt da oben jetzt noch einmal das Logistik-Cable draufpacken. Oder ein Hopper würde es ja auch tun. Hopper. Jetzt glaube ich, dass der normale Wooden-Hopper zu langsam ist. Ich könnte natürlich aber den Speed-Hopper draufpacken. Das wäre der hier. Wobei ich aber glaube, dass der das Logistik-Cable vermutlich die beste Variante ist. Mit dem Konfigurator, der ist hier drinne. Danke. Passen wir das mal an. So, das da ran. Dann saugst du da bitte raus. Und drückst da rein. Okay. Dann, du, mein Freund, bekommst, Egypt können wir auslassen, du bekommst dein Input von oben und gibst nach unten raus. Input, Output. Strom gibt's von der Seite, ne? Ja. Was nicht unbedingt so wichtig ist, weil das macht er so oder so. Aber dann haben wir es mit eingestellt. Okay. Ohne pennen gehen. Jetzt pushen wir mal den Induction Smelter, dass der ein bisschen Gas gibt. Und die Cover waren das, ne? Die Cover. Nee. Wie hießen die Plates zum Reinlegen? Add Thermal. Diese komischen Abdeckplatten für das Inventar.
Hier, da sind sie. Das Slot-Ziel. Hat sich die ineinander einfallen lassen. So, damit können wir dem Induction-Smelter sagen, hey, du haust es bitte nur durch den mittleren Slot. Ach, scheiße. Die stacken ja wieder, nicht wahr? So, damit ist sichergestellt, dass auch wenn wir verschiedene Erze durchballern, dass er immer nur eine Sorte Erz durchbrennt. Okay. Und nicht feststeckt. Dann können wir jetzt die Speed-Upgrades reinballern und das Compound-Gedöns. Welches können wir da schon herstellen inzwischen? Wir müssten ja schon fast bei Enderium sein, oder? Die Component. Da ist er. Also, die kriegen wir auf jeden Fall hin. Haben wir. Harden Component. Haben wir noch welche da eigentlich? Nee, ne? Nee, haben wir nicht. So, die Reinforced auf jeden Fall auch machbar. Ein bisschen Signalum gerade. Signalum Gears. Und was fehlt da noch? Das Advanced Technicum, okay. Da fehlt aber tatsächlich jetzt das Alu. Shit. Aluminium. Okay, machen wir da kurz ein paar Aluminiumplatten draus. Und das Alu, der Alu-Staub kann ja auch erstmal nochmal manuell durchgebraten werden durch den Induction-Smelter. Oh. Alles klar, dann haben wir das. Da wird Alu gemacht und hier wird aus Alu Platten. So, dann haben wir das Alu-Sheet-Metal nämlich auch abgedeckt. Oh, der ist wieder voll. Was? Behandelt das Holz noch drin und dann gehst du da wieder rein. So, Holzkohle haben wir auch noch was über. Ich glaube, der ist weiterhin soweit völlig in Ordnung, ne? Ja, da ist alles voll. Cool. Das heißt, rund 4 davon. Ups. 1, 2. Danke. Die hier mit ran und dann brauchen wir nur noch das Alu-Sheet-Metal und den Rest machen wir dann von Hand. Da sind die Alu-Platten. Okay. Da haben wir unsere 4. Oh. 4 Advanced. Dankeschön. Und damit können wir jetzt die Integral. Oh, ich hätte nur 2 gebraucht übrigens. Danke. Und dann haben wir. Habe ich noch andere Technikum? Habe ich nicht da. Okay. Das Resonant, das ging ja, glaube ich, noch nicht, weil uns da das Lumium, glaube ich, fehlt, ne? Oder? Lumium war. Nee. Lumium geht. Ist aber nervig. Sollten wir aber jetzt tatsächlich mal investieren hier? Silber und 13, okay. Eins, zwei, drei. Ganz kurz, ich muss mal ganz kurz so tun. Okay. Dann kriegen wir da jetzt das Lumium raus, was wir dann nutzen können für. Ach, scheiße. Das war gerade mal 1. Hier und 2 davon. Tim. Denn wir brauchen ja 4 von dem Lumium für ein Lumium Gear. Also nochmal den und den und den und doch. Jetzt können wir die Lumium Gears pressen.
Die werden da gepresst, oder? Ja. Haben wir's? Dann einmal hier durchpressen gerade. Gib mir nochmal den Kollegen bitte. Okay. Lomium Gear geregelt. Advanced Technium geregelt. Fehlt es im Grunde nur noch das Enderium, ne? Genau. So, und ich glaube, wir hatten Enderium auch schon gemacht, ne? Smelter, Redstone Furnace, Multiservo, Induction Smelter. Hatte ich das schon gemacht? Hatte ich nicht. Ich habe nämlich noch gar keine Enderperle. Das heißt, Enderium kann ich gar nicht machen. Wo kriege ich denn das her? Void Technium? Wo muss ich das denken? Nee. Das ist eine ganz andere Geschichte. Last Chiller aus Resonant Ender oder. Ja. Ultimate braucht den Spaß. Braucht auch kein Dings. Keine Enderperlen. Haben wir das Netherite? Extended Crafting. Essenzen. Die Mob-Essenzen haben wir hier. Gab's da nicht was mit dem Space Program? Ah, Dash ist vom Mars. Wo kriege ich Enderperlen her? Ender-Erz. Okay. Oh, ich ahne es. Du musst das Ender-Erz verarbeiten. Aha. Und dann kannst du daraus die... Okay. Und das Enderz muss ich erst freischalten über dieses Research Paper. Was ich aber machen könnte. Nee, das ist Time in a Bottle. Das war über dieses hier. Da bräuchten wir Block of Gold und Elite Technium. Gehen wir da jetzt schon hin? Gibt es da eine Questreihe, die mich da hinführt? Die sehe ich nämlich gerade überhaupt nicht. Extended Crafting, das ist nur die Questreihe. Das Essence. Beyond Earth. Ich glaube. Enderohr. Das ist hier als Zusatz drin. Okay. Na los, dann machen wir jetzt das erstmal. Weil es geht, ne? Okay, Blöcke Gold und Elite Technium. Problem ist, wir haben zu wenig von allem für den Spaß. Erstmal machen wir Stahl. Stahl Gears. Dass wir das hinkriegen. Und da ist ja der nächste Schmetterling, ne? Da ist jetzt wieder. Ursprünglich wollte ich was tun? Ursprünglich wollte ich irgendwas machen, weiß ich nicht. Dann habe ich festgestellt, ich brauche ja mehr von den Technium-Ingots dafür. Genau, wir wollten die ganzen Nebendinger freischalten. Dann habe ich festgestellt, ich brauche dieses Technium dafür. Habe angefangen, die Tische aufzufüllen. Habe festgestellt, ich brauche Erz dafür. Habe jetzt die Erzverarbeitung gemacht und stellte fest, ich brauche für den Danke. Ich brauche dafür eine Enderperle, wenn möglich. Und jetzt machen wir das. Mal gucken, ob wir das heute noch alles irgendwie zusammengedröselt kriegen zu einer vollständigen Story. Mal gucken. So. Also, Stahl, Gears. 32. Kriege ich hier 4 hin? Das müsste eigentlich gehen, ja? Okay.
geht dann los. 1, 2, 3 und 4. Da rein. 1, 2, 3 und 4. Das passt. Und dann hier hin. Und es fehlt das Elektrum-Gear. Aber da habe ich ein bisschen was gemacht. Jawohl. Du rennst den Eichhörnchen hinterher. Warum machst du denn sowas? So. 4. Passt. Okay. Dann 4 Blöcke Gold. Eins, zwei, drei und vier. Da müssen wir logischerweise auch den Enderium Miner aufbauen, ne? Alles andere wäre ja Blödsinn, nicht? Zack. So. Ja, genau so, Angel, genau so. Endererz abgeben, submit. Wir brauchen 8 Techbucks dafür. Und jetzt haben wir das Endererz freigeschaltet. Das heißt, ich kann jetzt hier beigehen und sagen, disable bitte mal das und Uranium, disable. Wait, what? Ha, Moment. Lass mich raten, ich kann es jetzt gar nicht finden, oder? Ich muss es jetzt echt kaufen und dann den Miner aufstellen. Ist das korrekt? Das ist korrekt, oder? Ich habe jetzt hier alles ausgeschaltet, alle Erze, warte mal. Das heißt, wenn ich jetzt hier so ein farbiges Erz nehme. White Stone. Dürfte jetzt im Grunde nichts mehr rauskommen. Nichts Sinnvolles jedenfalls. Ja. Das heißt, ich habe zwar das Ende-Ohr freigeschaltet, ich kann es aber nicht abbauen, ich kann es auch nicht bekommen, kann es auch nicht sammeln, sondern ich muss es kaufen. Dafür brauche ich die Techbucks. Das heißt, nächster Schritt. Ich brauche 12 Techbucks und so viel habe ich nicht mehr. Ich müsste also dann ein paar von den Jungs herstellen. Doch, ich habe noch genau 12. Also ein über. Nice, okay. Dann gib bitte mal das, 12, und dann nehmen wir das mit. Und dann machen wir hier. Nein, so ein Schmetterling war das jetzt aber nicht. Glücklicherweise hat es noch gepasst. So, nehmen wir jetzt Deep Slate oder normales Endererz? Ich meine, ist ja, von der Technik her ist es ja, glaube ich, egal. Geht es ums Aussehen. Ja, das geht nur ums Aussehen generell. Den Enrichment Schirm machen wir aus 2 zu 1. Krass. Und hier dasselbe, ne? Ja, okay. Wir nehmen das Deep Slate. So, zack. So, jetzt haben wir die 36 Erze am Start. Und jetzt können wir dann den Miner aufbauen für das Erz. Voll, oder? So, der passt jetzt hier logischerweise nicht mehr hin. Das heißt, neue Reihe. Also müssen wir jetzt an dem hier. So, was braucht er für ein Tier? Tier 5 sogar nur. Ach, krass. Gut. Dafür, dass es so teuer ist, das Erz. Und dann nur Tier 5. Tier 5. Das ist ja ungewöhnlich. Jetzt. Nur Tier 5, okay. So, hier ist die Erzgeschichte. Hast du schon wieder? Ja. Das ist so gemein zu mir. Alle so gemein. So. Erzgeschichte. Dann müssen wir hier logischerweise den Weg freiräumen. Für den Rahmen ringsherum. Und dann kommen ja hier die Füße rein. Genau. So und so. Okay.
So, das war jetzt eins zu tief. Da kommt dann ja aber das Zeug da rein, genau. Apatit. Und dann davor. Okay, was haben wir an Support-Frames noch da? Wir machen trotzdem das beste Support-Frame für den Fall, dass wir anbauen müssen. Das heißt, aktuell können wir das Tier 8 bauen. Okay. Gut, das reicht. Und weiter. So. Boah. Ihr Partikeleffekt ist ein bisschen irr. Dann brauchen wir Signal und halt, hab ich die Caps sonst vergessen? Habe ich. Dann das Signalum da drauf, die Signalumblöcke. In meiner. Machen wir gerade ein paar mehr, weil brauchen wir eh immer mal. Oh, kein Oha, kein Holz mehr. Dieser Mangel lässt sich aber schnell beheben und dann jetzt nochmal. Zack, einen behalten wir, der Rest geht rein. So, also, Miner, Capstones und dann den Drawer. Die Keys. Die Upgrades. Da brauchen wir wieder mehr. Okay. Das haben wir. Upgrades. 7 an der Zahl. Und mein Drawer wurde mir wieder entwendet. Ey. So. Also, Drawer, Keys, Upgrades. Dann brauchen wir das Link-Cable. War das Link oder das? Nee, das ist das Storage. Filter und Link-Cable. Warum das Filter? Achso, ja, wegen In- und Output, ne? Und, genau. Und so ein weiteres Filter und Link-Cable. Und damit. Glas noch, logischerweise. Den Boden und den Stone. Zum Aufhübschen. Und ich denke, damit haben wir alles und können damit jetzt die Geschichte vorbereiten. Da ist die Capstones oben drauf, links und rechts. Den Miner in die Mitte. Zack. Jawohl, Current Tick Rate 40 und Deep Slit in der Ohr. Das geht in diesen Drawer, welcher dann versorgt wird mit diesen Upgrades. Und abgeschlossen wird mit diesen Schlüsseln. Plopp. Ja, yep, das ist schon mal schick.